Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier bei Metalizer. Diesmal erkläre ich euch, wie die Baumwollernte im Landwirtschaftssimulator 19 funktioniert, welche Maschinen und Geräte braucht ihr, wie teuer sind diese und welche Vorbereitungen müsst ihr treffen. Falls ihr Fragen habt zu dem Video, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Über einen Daumen nach oben würde ich mich auch sehr freuen, über ein Abo natürlich auch. Und falls ihr einen eigenen Game-Server braucht, weil die Baumwollernte ist doch ein bisschen teuer und da solltet ihr vielleicht doch mit Freunden zusammenspielen, schaut auf jeden Fall mal in der Beschreibung vorbei. Dort findet ihr einen Link zu G-Portal und ihr bekommt 5% Rabatt. Jetzt aber viel Spaß mit der Baumwollernte. Für die Baumwollernte benötigen wir natürlich einen Ernter. Ohne Mods haben wir hier den Case Module Express 635 zur Verfügung. Dieser kostet 485.000 Euro und hat ein Fassungsvermögen von 20.000 Litern. 415 PS sind dann in eurem Besitz. Zum Abtransport der Baumwollballen haben wir von Lizards zwei Baumwollsammler zur Verfügung stehen. Das Module 4 kostet 25.000 Euro und kann einen Ballen transportieren. Das Modul X von Lizard kostet 45.000 Euro und kann zwei Baumwollballen transportieren. Sobald mehr als zwei Baumwollernter im Einsatz sind, empfehle ich das Modul X, um zwei Ballen abtransportieren zu können. Zum Ziehen der Baumwollsammelwagen empfiehlt sich ein mittelgroßer Traktor. Ich habe mich hier für den Puma 240 CVX von Case entschieden. Dieser kostet 210.500 Euro. Das Modul X benötigt einen LKW als Zugmaschine. Alternativ könnt ihr einen Dolly verwenden, um das Modul X mit einem Traktor zu ziehen. Der Dolly 10L kostet 9.000 Euro. Wenn ihr die Baumwolle gepflanzt habt, ist es sehr wichtig, das Feld zu düngen und das Unkraut zu entfernen. Es müssen sehr viele Bahnen gefahren werden, um einen Baumwollballen zu pressen. Ihr solltet die Baumwolle daher auf einem großen Feld pflanzen. Die Baumwolle ist erntereif, wenn sich die Halme in ein dunkles Braun verfärben und weiße Blüten zu sehen sind. In der Map-Übersicht seht ihr im Reiter Wachstum, ob die perfekte Stufe zum Abernten erreicht wurde. Diese erkennt ihr am dunklen orangen Ton. Die Baumwollernte kann dann beginnen. Wie bereits erwähnt, ist das Fassungsvermögen vom Case Module Express 635 mit 20.000 Litern sehr hoch. Die Baumwollblüten werden direkt im Ernter zu einem Ballen verarbeitet. Der Ernter stoppt beim Füllvolumen von 100% automatisch und ihr müsst den Ballen manuell abladen. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt euren ersten Baumwollballen. Das Modul X wird dann in die Arbeitsstellung gebracht und um den Baumwollballen aufzuladen, fahrt an diesen rückwärts heran. Die Beladung erfolgt dann automatisch. Beim Modul 4 ist das Vorgehen gleich. Arbeitsstellung aktivieren, rückwärts an den Ballen heranfahren und diesen dann aufladen. Auf der Übersicht der Verkaufsstellen filtern wir dann nach Baumwolle. In diesem Fall liefern wir die Baumwolle zur Spinnerei. Die Preise sind pro 1000 Liter und mit einem Klick auf das Symbol neben dem Namen der Verkaufsstelle könnt ihr euch einen Marker auf der Karte setzen. An der Verkaufsstelle angekommen, entladet ihr den Ballen in dem dafür vorgesehenen Bereich und erhaltet das Geld vom Verkauf. Das war das Video bzw. Tutorial zur Baumwollernte im Landwirtschaftssimulator 19. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Falls ihr ein Tutorial von mir möchtet, schreibt es ebenfalls unten gerne in die Kommentare rein. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und jetzt seht ihr noch einmal ein paar Videoempfehlungen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Metalizer.